2 Tore Unterschied, 1 Minute 30 zu spielen. Da ist viel möglich, sollte man die Distanzschützen der Isländer unter Kontrolle halten. Und den Kreisläufer. Atlason wieder. Gut für Österreich, 1 Minute und 12 Sekunden. Ich sage Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung, sehr viel ist im Handball möglich. Auch noch, dass die Österreicher hier zumindest ausfallen. Am Kreis die 10, da macht es Noristein Gudjonsson. Wieder 3 Treffer Differenz. Eine Vorentscheidung, obwohl Schlinger da nicht loslässt. Zwei Tore Differenz, aber nur mehr 40 Sekunden. Da meine ich jetzt, dass sich das nicht mehr ausgehen kann. 30 Sekunden noch. Abwehr Marinovic. Die Österreicher haben ihre Möglichkeiten. Wieder das Tor, diesmal durch Friede. Noch 20 Sekunden. 36, 37. Sie sehen, was alles möglich ist im Handball. Schwierige Situation natürlich, extrem schwierige Situation, enge Deckung der Österreicher, die müssen im Ballbesitz kommen. Fehler von Stefansson, jetzt muss es aber ganz, ganz schnell gehen. Der Weite, der direkte Ball und das Tor von Wagesreiter, der Ausgleich. Unglaublich, unglaublich, aber wahr. Handball ist so eine Vielfalt, 37 zu 37, sensationell in Linz.